Das Ungeheuer auf der Burg Tanegg. Wenn Zürich Oberländer auf Wiel an Fehmärten gefahren sind, sind sie zwischen Schmidrütti und Dusnang an der Burg Tanegg vorbeigekommen. Man hat sich erzählt, dass der Turm noch viel tiefer in die Erde hineingeht, als er hoch sei. Vor Jahren hatte es im untersten Kerker einen Gefangenen und den hat man an einem Abend gehört schreien. Das hat die Leute aber nicht interessiert. Sie haben gedacht, der tut nur ein bisschen Wehleidung. Aber an einem Morgen, wo der Kerkermeister ihm das Essen hat bringen wollte, war der Gefangene einfach verschwunden. Nicht eine Spur von diesem Mann hatte es noch. Jetzt haben sie überlegt, was ist eigentlich mit dem Mensch passiert? Mönche im Kloster Fischingen haben gesagt, der Teufel hätte ihn geholt. Und wieder andere haben gesagt, er sei gefressen worden. Sie haben alles probiert, um den Verlorenen wieder zu finden. Aber es war alles vergeben. Am Schluss hat man sich dann gefragt, ob er echt von einem wilden Tier gerissen worden sei. Zu diesem Zweck hat der Abt einen toten, vergifteten Hund in den Kerker abrühren lassen. Am nächsten Tag sei eine furchtbare, tote Schlange dort gelegen. In ihrem Bauch hat man auch den Gefangenen gefunden. Mitsamt den Schuhen und den Strümpfen.